Schönen guten Tag, mein Name ist Roland Pellegrini, ich studiere hier an der FH Burgenland im Studienzweig ITI. Auch ich präsentiere jetzt meine Bachelorarbeit, da geht es um den zweiten Teil. Und diese Arbeit hat einen Bezug zu meiner beruflichen Arbeit. Ich arbeite bei einem Finanzinstitut, bei einem größeren Unternehmen. Und wir haben da eigentlich eine sehr einfache Problemstellung im ersten Moment, die aber dann sehr kompliziert werden kann. Nämlich die Frage bei uns lautet, was passiert, wenn das Hauptgebäude des Unternehmens für eine längere Zeit ausfällt. Hauptgebäude heißt in dem Sinn jetzt nicht ein Rechenzentrum, sondern tatsächlich dort, wo die Kollegen alle arbeiten, also die User. Und wir reden auch jetzt nicht von 10, 20, 30 Usern, sondern wir reden da von 100, 200, 500, 1000, 4000 User, die von heute auf morgen plötzlich irgendwo übersiedeln müssen, weil das Gebäude durch Brand, durch Stromausfall oder durch irgendwelche bauliche Maßnahmen nicht mehr betreten werden kann. Warum Finanzdienstleister? Das hat zwar einen Bezug zu meiner Arbeit, aber ein Finanzdienstleister ist auch Teil einer sogenannten kritischen Infrastruktur. Das heißt, da fallen alle diese Unternehmen rein, wie Transport, Energie, Kommunikationsfirmen, die sozusagen für das Gemeinwohl, für das Gemeinwesen einen Beitrag leisten. Denn wenn der Strom ausfällt, dann ist zwar nicht nur das Unternehmen betroffen, sondern da sind auch mehrere oder ein größeres Gebiet betroffen. Und das kann mitunter nach einer Woche zu Problemen führen in der Bevölkerung. Und das ist beim Finanzdienstleister genauso. Weil wenn der die Zahlungen nicht mehr machen kann, wenn der Zahlungsverkehr einbricht, wenn die Bargeldversorgung der Bevölkerung aussetzt, dann kann das mitunter Folgewirkungen haben. Gut, längere Zeit über eine Woche. Jetzt geht's. Ja, eins noch, das kommt immer wieder ein bisschen zu Begriffsverwirrungen. Es geht hier, wie gesagt, nicht um den Ausfall eines Rechenzentrums, sondern um den Ausfall eines ganz normalen Bürogebäudes. Und der Unterschied ist in diesen beiden Begriffen drinnen, die Wiederanlaufzeit bei einem Rechenzentrum, beziehungsweise die ganze Prozedur dazu, ist in diesem sogenannten ITS-SCM-Prozess abgebildet. ITS steht für IT Services, das C ist für Continuity und das M ist für Management, also für die Betriebsfortführung, während bei einem, beim Fachbereich es eigentlich um Geschäftsprozesse geht. Und die Bank ist, man glaubt es kaum, gesetzlich dazu verpflichtet, da gibt es eigene, das ist im Bankengesetz auch definiert und im Wertpapiergesetz, sie müssen sicherstellen, dass ihre Prozesse auch bei Ausfall einer Infrastruktur weiter funktionieren. Man kennt das, öfters hört man das, wenn sozusagen die Notstromaggregate plötzlich anspringen, weil der Strom ausfällt. Ja, dann hat die Wien Energie zum Beispiel, die kann dann sagen, das ist in einer SLA definiert, wir haben jetzt 2 Tage Zeit, das zu reparieren, daher müssen die Notstromaggregate zumindest einmal für 2 Tage funktionieren. Also so viel Treibstoff muss ich mithaben. Ja. Gut, aus der ganzen Problemstellung hat sich dann bei mir, haben sich eigentlich 3 Forschungsfragen ergeben, damit das Ganze sozusagen ein bisschen einen Bezug hat, jetzt natürlich auch zum Studium und zu einer bestimmten Vorlesung, bin ich der Frage nachgegangen, naja, können wir eigentlich diese Raspberry Pis als Ersatzarbeitsplatz hernehmen? Da kommt gleich die Frage, naja, es gibt ja Laptops, die kann man ja relativ leicht transportieren, also die sind ja nicht groß, warum funktioniert das aber trotzdem nicht? Oder vielleicht doch? Dann, wie schaut es aus mit der Verfügbarkeit? Kann ich die irgendwie sicherstellen? Ja, wenn die Bank gesetzlich verpflichtet ist, innerhalb von 24 Stunden den Betrieb wieder aufrecht zu erhalten bzw. fortführen zu können und ich brauche aber 2 Tage für einen Aufbau, dann funktioniert das nicht wirklich. Ja. Und die dritte Frage ist natürlich, was ist eigentlich was sind die größten Herausforderungen für das Institut, wenn so eine Störung eintritt? Wo könnte es denn dann haken? Und wie kann man das am besten lösen? So, und was ich jetzt eigentlich vorstelle, ist de facto, schaut relativ einfach aus, ist nicht wirklich auch jetzt
für mich nicht kompliziert, aber ich versuche einmal durch dieses System, durch diese Lösung jetzt durchzugehen, wie denn das, was denn da gemeint ist. Ja? Ich beginne, ich beginne da unten, beziehungsweise ich fange, einen Schritt noch davor. Die Ausgangssituation ist die, wir haben einen Ausfall, die Leute stehen irgendwo, es ist Feuer, die Leute gehen raus, sammeln sich irgendwo auf einen bestimmten Treffpunkt, ja, und die warten jetzt dort, weil es wird irgendwann einmal sozusagen jetzt da das Kommando kommen, ja, wir müssen einen Notbetrieb starten, ja, wir müssen dort etwas aufbauen. Und was jetzt passiert, ist Folgendes, da gibt es eine Alarmkette, da werden dann bestimmte Stabstellen angerufen bei dem IT-Provider und der beginnt jetzt dann aufzubauen und das passiert jetzt folgendermaßen. Da gibt es Räume auf dem Ersatzstandort, die sind dafür vorab definiert worden. Da werden jetzt diese Raspberry Pis aufgebaut. Das ist, muss man sich wirklich so vorstellen, die kommt so eine Kiste daher, die wird dort hingestellt, die werden angeschlossen, dann kommen die Monitore dazu, das wird alles verkabelt, wird alles fix fertig, Stromkabel sind vorbereitet, von der Zwischendecke kommen die Leitungen runter oder vom Doppelboden, je nachdem, in welchem Raum wir sind. Und das wird jetzt einmal dort angehängt. Ja. Es werden auch Leute kommen, das sage ich gleich dazu, die werden ihren eigenen Laptop dabei haben. Jetzt würde man sagen, naja, ja, warum nicht alle? Der Grund ist der, wenn das Gebäude brennt, dann denke ich nicht an den Laptop, sondern da gehe ich raus. Wenn ich krank bin und ich komme zurück zur Arbeitsstelle und ich kann nicht rein, weil die Feuerwehr dort vorne alles abgesperrt hat, dann komme ich nicht rein zu dem Laptop. Das heißt, ich muss oder darf nicht davon ausgehen, dass die Mitarbeiter ihr eigenes Gerät mitnehmen, sondern das muss von der Planung her so sein, dass ich sage, okay, ich habe genauso viele Arbeitsplätze zur Verfügung, wie Leute jetzt betroffen sind und jetzt diesen Ersatzstandort beziehen. Nichtsdestotrotz, das ist jetzt einmal dort angeschlossen. Das Problem ist, beim Ersatzstandort, der ist nicht so sicher aufgebaut wie vielleicht das Hauptgebäude. Im Hauptgebäude gibt es Zutrittsregelungen, da gibt es Firewall-Schaltungen dazwischen. Die Hardware, die dort eingesetzt wird, die Laptops sind vielleicht verschlüsselt, was auch immer. Ja? Das kann mitunter am Ersatzstandort nicht so sein. Daher muss ich jetzt irgendwie technisch eine Sperre einbauen, dass ich sage, es darf nicht jeder Client, also sprich jede Workstation, jedes Gerät, sich in das Firmennetz hineinwählen. Dazu gibt es da einen Switch, der diese 802.1x, also dieses 802.1.x-Protokoll versteht. Das heißt, diese Clients, diese Raspberries, müssen irgendwie ein Identifikationsmerkmal mit sich nehmen, der quasi hier das Netz aufmacht. Der Authenticator ist nichts anderes als wie ein Switch, ein Netzwerk, eine Netzwerkkomponente, da steckt man das Kabel rein. Ja. Da ist, ich sage jetzt einmal vereinfacht ausgedrückt, eine ID hinterlegt, also irgendein Erkennungsmerkmal. Und der Authenticator erkennt anhand dessen, ja, das ist jetzt ein berechtigtes Gerät. Ich frage dann nochmal nach bei diesem Server, stimmt das auch? Der sagt, ja, das stimmt, das Gerät ist erlaubt. Und erst wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, wird da der Switch eigentlich aufgemacht und das Gerät darf in das Firmennetz rein. Wenn das nicht geht, dann ist Ende. Dann kommt das Gerät eigentlich in Wahrheit dann nicht mehr weiter. Das ist ganz wichtig, Banken und das ganze Bankennetz dazu, das muss wirklich EDV-technisch und von der Informationssicherheit sehr gut abgestottet sein. Ja. Wenn der Client jetzt da online ist, die Berechtigung hat, dass er dort ins Netz rein darf, dann verbindet der sich zu einem Webinterface, das ist ein Bestandteil von Citrix. Wir kommen jetzt in, Citrix ist eine US-Firma, die ist eigentlich bekannt geworden durch eine Applikation oder durch ein Produkt, das nennt sich XenApp. Da geht es darum, und das haben wir jetzt ganz stark in dem Thema Virtualisierung drinnen, wo man unabhängig vom Gerät jede beliebige Applikation starten kann und die wird einem am Endgerät angezeigt. Laufen tut aber die Applikation nicht am Endgerät, sondern am dahinterliegenden Server. Das ist so eine Art Remote-Verbindung, nennt man das. Ja. Da bei den Citrix muss man sich anmelden. Da muss der User mit einem Passwort rein, also Userkennung, Passwort, eventuell eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das heißt, er kriegt noch einmal so eine SMS zugeschickt, wo er dann einen Code eingeben muss.
damit er da über diese Hürde kommt. Wenn das erfolgreich ist, dann passiert Folgendes, da wird dann hinten, während dem User dann Icons im Fenster im Browser angezeigt, da kann er dann draufklicken. Man kann auch einzelne Computer dort anzeigen lassen, aber der Punkt ist, das was wir da eingerichtet haben, ist eigentlich ein Pool-Service, das entspricht in etwa einer Autovermietung. Man ruft ja auch bei einer Autovermietung an, sagt man, ich brauche ein Auto für den und den Zweck, an den und den Tag, und man bekommt von der Firma dann irgendein Auto zur Verfügung gestellt. Wenn man das am nächsten Tag noch einmal macht, dann bekommt man garantiert nicht das Auto vom Vortag, sondern ein komplett anderes. Das funktioniert hier genauso. Diese Komponente da, diese zwei Dinge da, machen in Wahrheit nichts anderes, als wie, dass sie sagen, ja, ich habe einen Set an PCs im Rechenzentrum, ich habe einen Thin-Client irgendwo an einem Standort, wo Leute sitzen, und ich weise jetzt diesen Client eine virtuelle Maschine aus dem Rechenzentrum zu, die zu dem Zeitpunkt gerade verfügbar ist. Der Vorteil ist der, in dem Pool stecken jetzt, ich sage jetzt eine Zahl, 100 PCs, die werden unter einem logischen Namen zusammengefasst. Wenn sich jetzt 99 anmelden oder 98, dann bekommen die zufällig aus diesen Pool Maschinen zugewiesen. Wenn eine Maschine da oben, eine virtuelle Maschine, aus irgendeinem Grund nicht verfügbar ist, weil sie abgedreht worden ist, weil sie einen Defekt hat, also Defekt, ein Software-Defekt, sprich, die läuft in einen Bluescreen rein, dann bekommt der 100. keine Maschine mehr, weil dann ist der Pool sozusagen voll, plus eine, die was kaputt ist, die fällt weg, und dann wird er wahrscheinlich eher aufzeigen und sagen, da geht was nicht, ja? Der Kollege, der da unten sitzt. Ja, aber das ist in Wahrheit der ganze Prozess. Das heißt, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, die Leute, die aus einem Gebäude raus müssen und einen Arbeitsplatz an einen Ersatzstandort beziehen müssen, die gehen dorthin, die finden dort einen Bildschirm, an Raspberry, plus die ganze Verkabelung dazu, die melden sich an dem Bildschirm an, die steigen bei einer Webseite ein, die wählen sich dann einen Pool aus, das sind tatsächlich 2, 3, 4 Kasteln, da drückt man nur drauf, und was dann dahinter passiert, ist tatsächlich das, dass eine virtuelle Maschine, die in einem Rechenzentrum läuft, auf einem Hypervisor, wird dann über das Citrix und über diese ganze Netzwerkverbindung am Endgerät angezeigt, und der jeweilige Kollege, der User, kann so arbeiten, als wie wenn er tatsächlich ein Laptop vor sich stehen würde. Die Frage ist jetzt, na, Laptop, haben wir schon gesagt, hat er nicht immer dabei. Man kann natürlich auch den Laptop aber benutzen, wenn er einen mit hat. Die Leute tun es aber trotzdem nicht, weil der Laptop eine bestimmte Diagonalgröße hat. Im Finanzinstitut, also dort wo ich bin, arbeiten die alle mit mindestens 2 Bildschirmen. Das geht sie nicht aus mit einem 17-Zöller, das geht sie nicht aus mit einem 19-Zöller, also vom Laptop jetzt her. Die brauchen tatsächlich mehrere Bildschirme, gerade die im Treasury-Bereich, das sind die, die was also Wertpapierhandel betreiben, die haben oftmals sogar 4, 6 Monitore. Das geht nicht mit einem Laptop. Der Bildschirm ist zwar nett, aber er ist zu klein. Daher muss man jetzt auf dieser Seite, da beim Thin-Client, da sind wir jetzt dann noch dabei, tatsächlich etwas dazu bauen, dass wir sagen können, okay, wir können mehrere Bildschirme anhängen. Momentan sind wir auf 2 limitiert, aber wir versuchen das jetzt auch noch weiter auszubauen. Das wäre eigentlich jetzt mal die kurze Vorstellung. In der Arbeit ist es natürlich detaillierter beschrieben, das geht weitaus in die Tiefe rein. Da wird der ganze Workflow nochmal genau definiert und auch die Fallstricke. Sicherheit ist bei uns sowieso immer ein Thema. Da könnte vielleicht die Frage kommen, naja, wie stellt ihr sicher, dass da nicht jemand sozusagen mit seinem eigenen Raspberry daherkommt, ja, und sich dort anstöpselt. Aber das ist, ja dann das ist dann in dieser Arbeit beschrieben. Was ich aber zusätzlich noch gemacht habe, ist Folgendes. Ich habe auf den Raspberry so ein Tool installiert, das nennt sich RPI Monitor. Das kann man einfach gerade nachgoogeln, das ist Open Source. Das ist ein Prozess, der läuft da drauf. Was ich da gemacht habe, ist eigentlich dokumentiert, wie die Prozessorauslastung ist, beziehungsweise die Netzwerk, wie das Netzwerk ausgelastet wird während so einer Sitzung. Und was man da sieht, ist, also diese Hacker da zum Beispiel,
1, 2, 3, 4, 5. Da habe ich gestartet Word, Excel, PowerPoint, Office, Visio. Man sieht das vielleicht ein bisschen schlecht. Es sind eigentlich ganz wenig Netzwerktraffic. Also Citrix schafft es offensichtlich, diese Applikationen zu starten. Und jetzt ganz ehrlich, Office ist doch ein bisschen groß eigentlich in Wahrheit, wenn man das, das kann man auf CD kaufen. Aber vom Netzwerktraffic her passiert da nicht viel. Das da, was dieser Download-Bereich, da habe ich YouTube gestartet. Da habe ich mir irgendein Video angeschaut, ich keine Ahnung, ich habe irgendwo draufgeklickt. Ja. Also da geht es dann doch relativ weit. Also bewegte Bilder über das Netzwerk am Raspberry verursacht Netzwerk-Traffic. Ja. Im Gegensatz dazu, da unten habe ich die CPU aufgelistet. Das ist eigentlich die CPU-Load da von, jetzt, ich kann es nicht gescheit lesen, 0,5, ist vernachlässigbar. Der einzige Ausreißer ist wieder das Video. Das steigt einmal kurz an. Aber in Wahrheit ist das auch vernachlässigbar, weil wir sind bei 1,25 bei einer, der Raspberry, glaube ich, der da drin steckt, das ist eine 4-Core, also der hat 4 Cores. Daher ist das eigentlich auch vernachlässigbar. Ja? Also von der Performance her schafft es der Raspberry locker. Ja, die Ergebnisse von der ganzen Arbeit habe ich da jetzt nochmal zusammengefasst. Ja, man kann den Raspberry tatsächlich als Fin-Client in einem Finanzinstitut verwenden. Ja, der Einsatz entspricht und erfüllt alle Sicherheitsanforderungen. Man kann nicht mit einem eigenen Raspberry, das kann ich beweisen, nicht in das System einsteigen. Das geht nicht. VDI, das ist dieses ganze virtuelle Desktop-Infrastruktur-Konzept, erlaubt eine hohe Verfügbarkeit. Warum? Man muss sich das immer so verstehen, wer sich mit Virtualisierung ein bisschen auskennt. Nachdem die Clients auf Hardware, also auf Server-Hardware läuft und das Ganze über mehrere Standorte gespiegelt wird, sind diese Clients, diese Workstations, de facto immer verfügbar. Weil wenn ich den jetzt einklappe, ist aus. Ja, das kann man da eigentlich bei einer virtuellen Maschine nicht passieren. Da muss ich dann schon als Administrator tatsächlich sagen, Shutdown. Das passiert aber normalerweise nicht. Die laufen rund um die Uhr. Im Krisenfall hätte ich das Problem, dass die Laptops tatsächlich irgendwo in einem Serverraum drin stehen und erst im Krisenfall sozusagen herausgepackt werden müssen. Und dann kann es mal passieren, dass der Akku kaputt ist, dass irgendein Teil fehlt. Ja, und dann geht es nicht, die Netzteile sind irgendwo ganz woanders, das findet keiner mehr. Das kann man da sozusagen bei dieser Lösung nicht passieren. Die Lösung erlaubt auch eine relativ kurze Wiederanlaufzeit, weil ich muss eigentlich nur den Fin-Client anstecken. Und der Fin-Client, das haben wir so gemacht, dort wo dieser Serverraum, wo die alle drinstehen, stehen eigentlich in Wahrheit nicht weit weg von dem Einsatzort. Ja, ich muss nur die Kiste nehmen, da drüben hinstellen und aufbauen. Und was die Lösung auch anbietet, ist natürlich dieser Mischbetrieb von Laptops, Bring Your Own Device ist sozusagen das Schlagwort, und natürlich den Fin-Client selbst. Ja. Was nicht funktioniert, ist im Moment, das ist wirklich ein Manko, also diese Videokonferenzen, das funktioniert nicht. Da hat auch der Raspberry tatsächlich ein Problem. Es gibt aber auch auf der Software-Seite ein Problem, nämlich dort, wenn man diese Softphone-Lösungen, die jetzt ja ganz stark im Kommen sind, die verlangen alle so einen Hardware-Dongle. Den kann ich bei einer virtuellen Maschine ja nicht anstecken. Ja, also das ist ein bisschen ein Problem. Und was auch nicht geht, das ist ICA, das ist eben dieses Citrix-Protokoll. Ich kann im Moment nicht eine Kaskadierung vornehmen, das heißt in einer Remote-Sitzung noch einmal eine Remote-Sitzung starten. Das geht mit Microsoft-Produkten, geht es. Das geht allerdings nicht mit der Citrix-Lösung, so wie es wir haben, weil es gibt tatsächlich ein paar Lösungen, da müssen wir da wieder auf andere Börsen einsteigen und die verlangen auch so eine Citrix-Verbindung und das geht im Moment noch nicht, da müssen wir noch an einer Lösung arbeiten. So, ich bin durch. Haben Sie noch Fragen? Bitte. Bitte das Die erste Frage ist, warum verwendet man nicht Windows Terminal Server für die Virtualisierung? Konzernvorgabe. Ah. Der Hintergrund ist der, das Finanzinstitut hat diese Lösung eigentlich schon länger im Einsatz, weil das Geschäft auf verschiedene Länder aufgeteilt ist.
Das heißt, es gibt Kollegen im Ausland, die müssen mit Wiener Systemen arbeiten und die müssen jetzt irgendwie dort einsteigen. Und man hat im Zuge dessen nicht auf Windows gesetzt, sage ich gleich dazu, sondern eben auf Citrix. Das war eine Managemententscheidung und das Unternehmen hat gesagt, ja, machen wir. Kann sein, dass das Geld eine Rolle spielt, kann sein, dass die Beziehungen eine Rolle spielen, ich weiß es nicht. Ja. Ich kann das nicht, das weiß ich nicht. Es war auch vor meiner Zeit. Ja. Dann hätte ich noch eine Frage, wie geht diese Authentifizierung, die da ganz am Anfang, ist es nur über die ECB, über Mac oder ist das anders? Über die ECB, dass die Mac-Adresse gematcht wird oder ist das noch tiefer? Nein, der Punkt ist der, das 802 Netzwerkprotokoll, das fährt über UDP. Der Client, der sich da anhängt, der kann nur, also da geht da wieder Software drauf installiert, der schickt einfach nur UDPs raus, Pakete, und sagt, nein, ich möchte gerne ins Netz. Die DHCP-Adresse bekommt er erst dann, wenn er dann tatsächlich da ein OK kriegt. Dann bekommt er vom DHCP dann eine Adresse zugewiesen. Aber nach welchen Kriterien wird entschieden, dass er es kriegt? Da steht drin, Sie wollen in die Disco gehen. Oder irgendwo hin. Und Sie gehen bei der Tür, bei der Disco, klopfen an und der Türsteher kommt raus und sagt, stehst du auf der Liste? Ja oder nein? Das ist mir schon klar. Das ist ja nur die Technik. Das ist gemeint, dass das zum Beispiel die MAC-Adresse ist. Die MAC-Adresse oder gibt es noch eine andere? So, nein, das kann ich da jetzt nicht sagen. Achso. Also auf Anraten meines Compliance Officers bin ich nicht berechtigt. Nein, das ist jetzt so schön. Die MAC-Adresse spielt auch mit. Okay. Aber es gibt da natürlich Zertifikate drauf. Und es gibt noch, und es gibt, also es ist hinterlegt, und es gibt dann noch einen Mechanismus, aber den sage ich jetzt wirklich nicht. Das geht. Okay, nein, nein, weil du könntest natürlich jetzt auf die Download, du könntest, lädst da halt irgendeine so Software runter für den Raspberry, also den Raspberry, da gibt es ein eigenes Projekt dazu, da sind die ganzen Protokolle werden dort unterstützt, unter anderem auch das Citrix, man könnte sich das runterladen, reinstecken und da könnte man glauben, ja, ich komme jetzt rein. Nein, das funktioniert nicht. Da gibt es noch einen, da ist noch eine Software drauf, das ist extra gestellt worden, damit das eben nicht passiert. Alles gut. Okay. Das, weil sonst wäre das wär ein Risiko. Ja. Ganz kurz noch, ja. Weil Sie gesagt haben, Sie können nur zwei Displays anhängen. Ist Ihnen klar, dass man mehrere Displays zusammenschalten kann, mehrere Displays? Das ist genau das. Genau, okay. Ja. Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit, dass man mehrere Raspberries dem User zur Verfügung stellt, weil die Wertpapierhändler haben tatsächlich auch mehrere Tastaturen. Das Problem ist, bei der Tastatur, da gibt es ein System, das ist von Bloomberg, die können dann so Telefonkonferenzen schalten auf der Tastatur drauf und das können wir auch noch nicht unterstützen. Also, aber ja, man kann es zusammenhängen, das haben wir beim Überlegen, aber wir machen im Moment, stellen wir denen mehrere Raspberries zur Verfügung. Ja. Ein bisschen. Okay. So. Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank.